Christian! Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zur 8. Ausgabe von Devil May Cry 3. Wir machen weiter. Im letzten Part haben wir ja mit geendet, dass wir ja auch wieder mit dem Sensenmann anlegen mussten, auf dem komischen Eisenbahndingens hier. Und jetzt betreten wir noch einmal ja, diese komische Höhle hier. Schnellstraße zur Hölle. Und ja, jetzt heißt es hier, sich irgendwie hier durchkämpfen. Nur die Richtung ist jetzt gerade ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig. Wir haben eine neue Statue. Sieht aus wie ein Pferd vom Schachbrett. Bin übergroß. Die Viecher, die hüpfen gerne mal in unsere, direkt in unsere Richtung. Und wie man sieht, benutzen die auch ihr Einhorn da oben, um uns zu attackieren. Und das Schlimme ist jetzt, ich weiß nicht, wie ich das jetzt zu 100%, die wir hier laufen müssen. Das heißt, wir werden jetzt hier wahrscheinlich sehr viel Zeit verbringen. Das ist, was ich in der letzten Episode gemeint habe. Als wir hier an das erste Mal an dieser Stelle waren. Dass es ein bisschen schwer wird, den Weg zu finden. So. Jetzt waren es wieder ein paar mehr. Ich schätze mal, ich werde den ganzen Weg hier bestimmt nur durch Zufall finden. Hinter mir. Okay, die Tür ist aufgegangen. Das heißt, wir müssen jetzt, glaube ich, hier lang. Jetzt bin ich mal im Kreis gerannt hier. Jetzt mal hier geradeaus weiter. Da geht die. Alles klar. Ups. Und jetzt kommt ein Hüpferd. So, und würde mal sagen, gehen wir mal hier weiter. Wie gesagt, ich mag diese Stelle hier überhaupt nicht. Weil ich auch nicht weiß, wo ich langlatschen soll. Ah ja, jetzt, okay, jetzt haben wir mal Lebenskraftstein gefunden. Und wir kriegen Besuch. Erneut die Statuen, die uns hier ans Leder wollen. Aber wir werden uns dagegen. Ey, verdammt. Sollte mal angewöhnen, ein bisschen auf die Angriffsschematiken der Mistviecher hier zu achten, ey. Und dann hier die oben rot leuchten. Ja, dann, machen sich diese komische Einhornattacke. Der Weg ist aber noch nicht offen. Ich hab das System hinter leider nicht verstanden, wie das hier funktioniert. Aber ich weiß, dass wir uns durch die Räume durchkämpfen müssen. Aber hier kommt noch nicht weiter. Irgendwo muss ein verschlossenes Tor sein, was sich denn öffnet. Hier waren wir schon. Die Tür ist wieder offen. Wenn ich jetzt hier lang gehe, geht das jetzt auf? Nee. Hier lang. Hier ist keine Tür weiter. Ah, hier, hier müssen wir lang. Und da ist ein neues Fragment. Wäre dann schon mit Sweet Water finden, glaube ich. Ist schon voll kaputt, ihr könnt Kollege Alfred hier. Flucht nochmal.
So. Und da ist der Ausgang, wie es aussieht. Aber doch nicht so lange gebraucht. Aber trotzdem war er hier. Ist man hier sonst länger gewohnt oder blinkt mir das ein? Wie sieht's denn hier aus? Können wir wieder irgendwas machen? Ich glaube nicht. Nee, feiert. Ich will für Beowulf den AI haben. Dann können wir die auch benutzen. Was schauen wir hier? Ach, hier waren ja diese komischen Lichter, genau. Ich glaube, jetzt bin ich in der Sackgasse geraten. Ach nee, hier mit Heli jetzt weiter. Entschuldigung. Boah, ihr Arschlöcher. Was? Sweet? Wo kommt das denn jetzt plötzlich her? Was haben wir jetzt hier? So dieser komische Kasper-Typ, den wir jetzt bekämpfen müssen, oder was? Nee. Da sind wir wieder am Anfang. Okay, dann gehen wir. Ah ja. Hier startet mich gleich eine Zwischensequenz. Schauen wir mal, ob ich hier irgendwo noch was zu holen gibt. Nee, nicht weiter. Nee, okay. Dante muss mich da wieder eine Schuhe abziehen. Das war so klar. Also den Kieselstein wird er dann in die Ofen halten. Dämonen mit dem Motorrad killen. Muss er erstmal nachmachen, Alter. Tja, da kannst du mal Jovovich aus Resident Evil vergessen, wie sie mit dem Motorrad da durch die Küchenscheibe reingesprungen ist. Ja, das war dann eine viel geilere Aktion, was Dante abgezogen hat. Gut, Motorrad hat sich überlebt. Das ist nicht so schlimm, braucht wohl zum Sonne mehr braucht. Und damit wäre dieser Auftrag vorbei, aber unsere Mission hat gerade angefangen. Und zwar für die Wertung, B-Wertung, also gut. Speichern wir nochmal ab hier. Und machen weiter. Und mit so einer tiefen Stichwunde im Bein, die Phase durchgeht, kann so eine Mauer hochkrabbeln. Das ist natürlich sehr logisch. Die Ärzte regen sie auf, weil sie halt da durchgehende Patienten kriegen, wenn sie alle so machen. Kontrollieren Sie den Turm und so und Ihr Schicksal. Genau, jetzt kommt ich Tipp, was ich befürchtet habe oder was ich nicht so gerne mag. Und zwar ist das hier, der Turm. Wir brauchen jetzt 3 Fragmente und wir müssen den Turm jetzt dementsprechend präparieren. Aber erstmal kommt ein neuer Gegner.
Sieht zwar aus wie der Engelsgestalt, aber ist kein Engel. Und da die feige Ratte ja lieber... Okay, ich dachte, bleibt in der Luft. Oh, Dante! Mensch! Was ist denn mit dieser Angelruderwaffe ständig daneben rennt, Alter? Ich verstehe das einfach nicht. Mensch. Ich glaube, ich mach bei dir diese Auto-Einstellung bald aus, Alter. Ich hab so die Schnauze voll, ey. Jetzt schon das Auto anvisieren. Ich die schon wieder. Mann, was soll denn die Scheiße jetzt? Jetzt reicht mit Arme. Mann, ich komme in die Scheiße wieder nicht an, Alter. Diese Kackviecher hier, Alter. Wartet jetzt mit den Mistviechern oder kommen noch mal welche an hier? Meine Fresse, ey. So, hier sind drei Fragmente, hier sind Dings mit drei Fragmenten, die müssen wir zusammensammeln. Und dafür müssen wir den Thron präparieren, denn durch die Türen mit diesen drei Farbendingern da, wenn man da hinhaut, dann verdrehen die sich. Oder ändert sich die Gegend hier. Und ich glaube, hier fangen wir natürlich erstmal an. So. Eine Energiequelle wurde aktiviert. Genau, jetzt können wir den Thron mit den Türen da verdrehen. Das heißt, irgendwas ist jetzt hier passiert. Da liegt der Leviathan, aus dem sind wir rausgesprungen. Und da jetzt hier nichts weiter zu holen ist. Oh, guck mal, da oben ist ja noch. So, oh, den hat er gerade mitbekommen. Kommt ihn da hin? Ah. Da, so kommen wir hin. Fehlbringt ist es aber nicht hier. Aber immerhin sind wir schon bis den 20.000 etwas näher ran, dran. Und ich glaube, jetzt sind die komischen Kackviecher auch wieder da, diese scheiß Spinnen. Jetzt müsste jetzt hier eine Tür aufgehen. So, ich weiß jetzt leider die Art Reihenfolge nicht mehr. Warte mal hier, da haben wir lila, blau, rot. Okay, das scheint also schon mal zu stimmen. Das ist die Tür, die hierhin führt. Ich klopfe jetzt dagegen und dreht sich die nämlich. Jetzt haben wir rot, lila, blau. Genau, wie man hier sieht, hat sich die Mitte wechselt. Das hat sich hier hinter nämlich die Gegend verändert. Jetzt drehen sich auch die ganzen Dinger hier. Und jetzt, müssen wir erstmal... Boah, verdammt nochmal! Boah! Jetzt richtig nach hier, natürlich alles hier... Warte, fortbewegen natürlich ein bisschen erschwert.
muss ich mal schießen hier. Das ist so fucking fies, Alter. Wieder erwischt mich die Kacke hier, weil... Mann, der Scheißkerl bewegt sich einfach viel zu langsam, ey. Jetzt hier, du Arschloch. So. Muss mir jetzt auf jeden Fall merken, was für ein scheiß fucking Raum hier war. Welche Farbzusammenstellung. Ist wichtig, das habt ihr vergessen. Wir haben gesagt, rot, lila, blau ist das hier. Gut. Oh, Mann. Schaffen kann, müssen wir nur echt nicht sein. Und wir haben natürlich wieder hier unsere Diamantenrücken. Mit euch hier. So, komm, zack, das Rad. Ihr konntet doch hier irgendwie diese die Zeit anhalten, oder? Muss ich erstmal ausrüsten? Ich wüsste jetzt ja nicht. Also, das ist nämlich alles. Jetzt sind die schon wieder da. Jetzt fällt mich am Arsch, jetzt zieht durch hier. Seh nix. Oh, komm schon! Da ist er, der erste Fragment. So. Zack. Jetzt wird der Scheißweg wieder zurück hier. Aber so dürfte es einigermaßen gehen. Mit Glück ist wenig Schaden. So, das war jetzt. Mann, jetzt visier doch mal den hier vor dir an, du Affe! Mann, ey! Der lässt doch nicht locker, ey! Eine Reihe weiter hier. Ist jetzt blau, rot, lila. Da müssen wir gleich irgendwo das zweite Fragment bekommen. Drei brauchen wir insgesamt, das ist klar. So, weiter geht's. Die werden wir jetzt mal getrost ignorieren hier. Versuchen es zumindest. Oh, Mensch! So, hier, war ja vorher der Sprintraum. Der ist jetzt natürlich erstmal weg. Oh, die Kackviecher schon wieder. Muss da halt aufpassen. Dass du da ohne jeden springst. Oder du nimmst die halt mit hier. War hier irgendwas? Da können wir gleich weiter hinkloppen. Erstmal gehen wir hier durch. Oh, nicht schon wieder! Der rennt einfach vorbei, der Idiot! Alter!
Komm schon. Ich bin jetzt gerade so. Okay, ich muss sagen, wenn er so mit der Waffe hier erwischt, dann haut er aber richtig rein, Alter. Da ist Nummer 2. Müsste hier gleich wieder links sein, dann drehen wir mal hier weiter. Genau, jetzt haben wir lila, blau, rot. Und ich habe keine Energie mehr zum Aufsammeln hier, also. Kein Item zum Benutzen. Jetzt im Moment, wo ich mir wünsche, vielleicht doch einen Trainer anzumachen, damit ich hier unendlich Energie habe oder sowas. So, ein Dings brauchen wir noch. Mensch, du sollst. Ah ja, Oberirdischer See, okay. Jetzt mal wieder am Anfang. Oder? Die Frage ist jetzt, wo kriege ich den letzten Dings her? Sehr schön. Ah ja, okay. Die Frage hat sich gerade erledigt. Ein wenig Energie auch dazu bekommen. Sehr schön. Und ich glaube, da liegt der letzte Teil, dann müssen wir mal. Och, Mensch! Mann! Das gibt's doch nicht, Alter! Da war Nummer 3. Ja, erwischt mich denn viel oben, Alter, na klar. Und jetzt müssen wir, glaube ich, wieder in den Spinnenraum zurück. Ich bin hier irre. Also ich hau jetzt nochmal jegen. Und dann müsste die alte Zahlenreihenfolge ja wieder stimmen. Beziehungsweise Farbreihenfolge in dem Fall. Blau, lila. Blau, lila. Ach, nee, was soll ich meine? Rot, lila, blau, genau. Was müssten wir eigentlich, glaube ich. Genau, richtig. Und hier müssen wir gleich vorne bei dieser komischen Dings sein und das Ding da. Genau, richtig, alles richtig gemacht, sehr schön. Moment, wir sind nicht ganz richtig. Stimmt was nicht. Moment, warte mal. Rot, lila, blau war vom Spinnraum aus, wenn ich mich nicht irre. Also müssen wir da wieder hin. Aber welches war jetzt der Spinnraum? Ich habe die Farbkombi jetzt so bin ich gemerkt. Da ist er. Mann, das ist doch nicht euer Ernst, Alter. Schafft das? Ich verrecke jetzt hier. Macht da voll wunderbar hin, ja, auch mit den Waffen hier. Ich verstehe das nicht. Kann ich vergessen mit. Oh,
einfach ab, um Energie dazu bekommen. Sehr schön. Ach komm, jetzt mach den kleinen Spinn fertig da, du Affe. So, jetzt muss ich den Raum so lange drehen, dass wir hier wieder vorne bei dem Turm da ankommen. Ich komme also, dass ich ständig diese Kackspinnen bekämpfen muss. Aber dann dreh ich durch hier. Och Mann, das ist doch euer Ernst, Alter! Bis zur nächsten Episode. Dabei scheiße ich, das hat die Schnauze voll. Ciao.